Robin Krause, ein 3:2-Sieg der Schanzer gegen den MSV Duisburg. Am Ende wurde es nochmal richtig spannend. Wie hast du das Spiel, das erste Heimspiel der neuen Saison heute hier erlebt? Ja, erstmal sind wir froh, dass wir das zweite Spiel auch gewonnen haben und in den Heimsieg gegen Duisburg eingefahren haben. Ich glaube, es war das erwartet schwere Spiel gegen den Mitabsteiger, die auch gute Qualität haben, die auch viele neue Spieler im Team haben, aber wo man schon gesehen hat, auch letzte Woche, ja, was sie für Qualitäten haben. Wir haben sie über langen Zeitraum sehr, sehr gut im Griff gehabt. In der ersten Halbzeit hatten sie, glaube ich, ganz, ganz wenige Situationen. Da waren wir echt gut im Spiel. In der zweiten Halbzeit war es dann natürlich so, dass wir auch unsere Chancen dann hätten vielleicht noch ein bisschen besser nutzen sollen. Und dann wäre es am Ende auch nicht ganz so zittrig gewesen. Aber es war sehr, sehr ordentlich. Und ja, ich bin sehr, sehr zufrieden, dass wir am Ende die 3 Punkte hier behalten haben. Es hat relativ früh im Spiel eine Veränderung bei den Schanzern gegeben. Michael Heinloth musste runter, deswegen ist Marcel Gauss in die Abwehrreihe gerückt. Georgis Pintides kam rein und hat sich neben dich quasi auf die 6 gesellt. Wie hat das Zusammenspiel von euch beiden, du als erfahrener Spieler mit dem jungen Mann, funktioniert? Ja, ich glaube sehr gut. Er hat sich dann direkt sehr gut eingefunden. Ist, glaube ich, nicht so leicht, wenn du gleich die ersten 10 Minuten reingeschmissen wirst in so einem Spiel. Er hat das sehr, sehr gut gemacht. Er hat das angenommen. Ich glaube, die Kommunikation hat auch gepasst. Die Art und Weise, wie wir gespielt haben, wir haben wenig zugelassen über das Zentrum dann trotzdem und deswegen fand ich sehr, sehr gut, wie er sich da eingefügt hat. Jetzt steht eine englische Woche bevor, am Dienstag geht es nach Kaiserslautern, am Freitag kommt Würzburg in den Audi Sportpark. Es sind wahnsinnig hohe Temperaturen, für euch ist es extrem anstrengend, der Anfang der Saison hat einiges mit im Gepäck. Wie bereitet ihr euch jetzt aufs Spiel gegen Kaiserslautern vor? Ja, das Wichtigste ist, dass wir heute und morgen dann noch sehr, sehr gut regenerieren. Auch der Montag wird noch zur Regeneration da sein, wobei man natürlich dann schon wieder hochfahren muss, weil Dienstag dann schon wieder losgeht. Ich habe noch nie in Lautern gespielt, das ist für mich auch ein Debüt dort. Erwartet uns, glaube ich, ein sehr, sehr geiles Stadion, eine gute Atmosphäre. Und egal wie die Temperaturen sind, der Gegner muss auch damit klarkommen. Und das Wichtigste ist, dass wir dort genauso auftreten, genauso kompakt wie die letzten beiden Spiele. Dann bin ich mir auch sicher, dass wir dort auch was mitnehmen werden. Maximilian Weister, ein Heimauftakt nach Maß, könnte man sagen. 2 Tore, 3 Punkte, ein perfekter Samstagnachmittag für dich heute? Ja, ich glaube, ein perfekter Nachmittag für uns und auch einfach ein schöner Start in unsere Heimspielsaison, sage ich mal, auch heute wieder ein hartes Stück Arbeit, wie letztes Wochenende, hat man gesehen. Aber ich glaube, wir haben uns reingekämpft in die Partie. Wir haben trotz 2 Gegentore, die vermeidbar waren, grundsolide, glaube ich, auch heute wieder verteidigt haben. Gerade in der zweiten Halbzeit auch dann mehr Chancen kreiert. Haben, glaube ich, auch mehr Chancen kreiert als der Gegner. Und ich denke, dass es dann auch ein verdienter Sieg war. Ein verdienter Sieg mit einem sehr, sehr großen Stamm an jungen Spielern, die mit dabei waren. Das überrascht vielleicht im ersten Moment auch ein bisschen, wenn man drauf schaut. Es ist so eine Mischung aus erfahren und extrem jung. Wie nimmst du das als erfahrener Spieler auf dem Platz wahr? Also erstmal ist es schön zu sehen, dass die Jungen, die raufkommen, sofort im Spiel drin sind, auch gute Aktionen haben. Da sind Jungs dabei mit viel, viel Talent. Und, aber letzten Endes ist es auch wichtig, dass sie im Training Gas geben und sich empfehlen. Und dann erntet man wie heute dann auch die Früchte dafür. Und gerade dann für uns ältere Spieler ist es auch schön zu wissen, dass wir Jungs dabei haben, die immer an sich arbeiten wollen. Und dann geben wir natürlich auch gerne unsere Erfahrung weiter. Das ist ja klar. Du bist mit Sprechkörn verabschiedet worden auf die Bank nach deiner Auswechslung. Was entwickelt sich da in dir, wenn du als Spieler, der neu zum FCI gekommen ist, gleich so einen Empfang bekommst zu Hause vor heimischem Publikum? Ja, also klar, ist das ein schönes Gefühl, das kann ich gar nicht abstreiten. Ist auch, wenn ich ehrlich bin, ein schönes Gefühl, so ein Heimspieldebüt mit 2 Toren und einem Sieg zu beenden. Aber auch für mich gilt natürlich dann keine Zufriedenheit, sondern es soll motivieren. Es ist schön, dass man auch den Respekt bekommt, wenn man seine Leistung bringt. Aber letzten Endes ist auch wichtig, dieses Feedback von den Fans und für uns entscheidend, dass wir das dann auch auf dem Platz dann in den nächsten Wochen auch widerspiegeln. Nächste Woche geht es nach Kaiserslautern. Am Freitag wartet dann auch schon wieder Würzburg auf euch. Eine knappe und aber auch eine harte englische Woche wartet auf euch. Was steht jetzt auf Priorität Nummer 1 direkt nach dem Spiel heute? Ja klar, regenerieren bis Dienstag ist nicht viel Zeit. Wird natürlich ein hartes Spiel auf dem Betzenberg in der englischen Woche. Da müssen wir auch nochmal mindestens genauso viel reinlegen wie heute. Und ja, dann Freitag Würzburg ist ein Bayern-Derby, soweit ich das weiß. Das wird ist für uns ein knackiger Auftakt, muss ich sagen. In Jena, dann hier Duisburg und 2 so harte Spiele. Aber für uns ist entscheidend, dran zu bleiben und dann werden wir auch dort die Spiele positiv gestalten können.